Wir sind bereit für die große Schlacht gegen Rheinborg. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Will. Schlacht um Hogwarts. Hoffentlich nicht alleine. Ich bin gespannt, wie das wird. Jetzt haben wir eine kleine Pause angelegt, nachdem wir Bookwood und Hello getötet haben. Also Bookwood getötet und Hello nach Azkaban abgeliefert haben. Jetzt kommt Rheinborg dran. Dazwischen hat man eine kleine Pause, haben wir. Da haben wir uns um Zentauren und um Schnatzer gekümmert. Jetzt kommen wir vielleicht ins große Finale. Zweifellos schon lange verlassen. Hier aufgeräumt haben wir das schon mal. Ich denke ja. Ist auch nicht viel mehr los hier. In dieser Ruine. Entspannter Spaziergang nach Hogwarts. Das muss auch gerade mal sein. Ich hoffe, da geht jetzt nichts daneben. Ich würde gerne mal den Weg nochmal, wenn es vielleicht der Weg zum Finale ist, nochmal zu Fuß beschreiten. Ohne Schnellreisen, ohne sonst was. So wie wir hier zum ersten Mal nach Hogsmeade gelaufen sind. Hoch zu Fuß. Einmal zum Hogwarts-Schloss. Meine Stimme. Da sind wir schon laut kurz. Wieder mal auf Abenteuertour? Auf geht's, verteidigen wir Hogwarts Erbe. Hogwarts Legacy. Diesmal um durch die Map durchzubrechen. Professor Binns. Professor, hätten Sie einen Moment? Wie kann ich helfen? Ich interessiere mich für die Koboldaufstände von früher. Ja, das passt jetzt super. Natürlich. Ihre Geschichte ist Teil der unseren. Die meisten Koboldaufstände gehen auf die Einmischung von Zauberern zurück. Genauer gesagt, auf die Gesetze, die den legalen Besitz von Zauberstäben regeln.
Der Koboldaufstand von 1612 zum Beispiel entstand aus der Frustration der Kobolde über die mangelnde Vertretung im Zaubergamot. Eine schreckliche, blutige Angelegenheit, aber Kopf hoch, unser derzeitiger Frieden und Wohlstand zeigen, dass Gewalt vergänglich sein kann. Naja. Hogsmeade wurde gerade angegriffen, Professor. Wenn ich mich nicht irre, was ich selten tue, wurde einer der Aufstände des 18. Jahrhunderts von Urk, dem Unsauberen, angeführt. Er wurde von einer Gruppe junger Zauberer vor aller Augen in einen Teich getaucht, wenn Sie sich das vorstellen können. Ein weiterer Aufstand im Jahr 1752 wurde so schlecht gehandhabt, dass der Zaubereiminister Albert Boot zurücktreten musste. Sein Nachfolger, ein gewisser Basil Flack, hielt sich allerdings nur wenige Wochen, die beste Art, sein Gesicht zu wahren, wenn Sie mich fragen. Fahren Sie bitte fort. 2 Monate nach Flecks Amtsantritt wurde es ernst, als sich die Werwölfe mit den Kobolden verbündeten. Klugerweise trat Fleck zurück, statt sich mit diesem Bündnis auseinanderzusetzen. Auf Minister Fleck folgte Hephaestus Gore, der die beiden Aufstände schnell mit der für ihn typischen Brutalität niederschlug. Viele Historiker nehmen an, dass diese Strafaktion zu noch mehr Konflikten mit den Werwölfen führte. Sie haben das alles notiert, nehme ich an? Oh, ja, Professor. Bitte fahren Sie fort. Fortfahren? Ich nehme an, Ihr Wissensdurst ist noch nicht gestillt? Ich würde gerne mehr hören, Professor Binns. Es gibt selten ein Publikum, ob freiwillig oder nicht, dass ich mit solchen historischen Details beschäftigen will. Ich finde Ihre Vorträge sehr fesselnd, Sir. Danke, dass Sie Ihr umfangreiches Wissen teilen. Es war mir ein wahres Vergnügen. Ich sollte mich auf meinen nächsten Kurs vorbereiten. Schönen Tag noch. Na, mein Professor, wenn es mal glücklich gemacht ist. Das war's doch wert. Die Zeit müssen wir uns mal nehmen. Wichtige Hogwarts-Geschichte. Lernt man noch mal ein bisschen was. Alohomora. Alchemie. Alchemie ist ein arkanes Unterrichtsfach, das ältere Schüler belegen können, wenn das Interesse einmal groß genug sein sollte. Es befasst sich mit den 4 natürlichen Elementen und der Wissenschaft der Transmutation. Ah ja, ein Wahlfach. Rebellion. An Hogwarts. Zauberstab. Alter.
fast da. Was haben Sie jetzt vor? Jetzt mache ich erstmal eine kleine Streampause. Geh mir mal was zum Schnabulieren besorgen. Danach machen wir hier wird weiter. Wird spannend. Dranbleiben. Gleich geht's weiter. Bis dann. Bis gleich. Aufträge haben wir hier was Neues. Trifft sich eine große Nanne mit Poppy. Wollte eigentlich jetzt schon ins Finale stürmen, aber. Wir finden hier Wege und Mittel, das Finale rauszuzögern. Ist ja auch noch die, ist ja die Frage, ob das jetzt das Finale ist. Ob das noch. Ob das eh noch andauert. Ist ja nicht gesagt, dass wir jetzt hier direkt in den Bosskampf treten. Ein Spaziergang zu großen Handel kann auch mal nicht schaden. Komm, die Zeit muss sein. Beziehungsquests sind das Wichtigste. Es geht wieder wie Sau. Wir sind in Hogwarts. Ich habe es wieder nicht gesehen, das Feuerwerk. Okay, was auch immer sie jetzt. So, hier geht's lang. In die große Halle. Weihnachtsschmuck ist abgenommen. Schade eigentlich. Ah, genau dich wollte Hallo, ich sehen. Poppy. Darren hat dich also endlich überzeugt, die Schnatzer zurückzulassen. Wenn jemand sie vor den Wilderern beschützen kann, dann die Zentauren. Und ich wollte dir danken. Als die Wilderer uns angriffen, war ich... Es war schön, nicht allein kämpfen zu müssen. Ach, keine Ursache. Natürlich. So etwas tun Freundinnen doch füreinander, oder? Das stimmt wohl. Gut, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Es ist jetzt schon mein bestes Jahr. Ich will natürlich keine zweite Hornschwanzhalle, aber die drei Besen haben mir gefallen. Ich wusste gar nicht, wie hübsch es dort ist.
Du warst noch nie in den drei Besen? Ich habe früher viel Zeit mit Wolkenschwinge verbracht. Und wer weiß, was Sirona davon hält, wenn ein Hippogreif auf ein Butterbier vorbeischaut. Wolkenschwinge ist die einzige, mit der ich hingehen würde. Oder Oma. Das ist meine Freunde gefunden. Da spricht nichts dagegen. Wolkenschwinge ist toll. Das ist sie. Aber ich komme langsam auf den Geschmack menschlicher Freunde. Es war schön, über meine Eltern und Oma zu sprechen und Wolkenschwinge zu teilen. Weiß deine Oma, dass wir die Schnatzer gefunden haben? Ich konnte es nicht für mich behalten. Ich habe ihr alles gesagt. Sie war außer sich, dass ich in der Nähe der Wilderer war. Aber sie gab zu, dass sie wegen der Schnatzer neidisch war. Du hast nicht zufällig von deinen Eltern gehört, oder? Nein, aber das ist schon in Ordnung. Es war mir eine Freude, Poppy. Halt dich von Ärger fern. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wir haben uns schon zweimal mit Wilderern angelegt. Durch dich komme ich langsam auf den Geschmack. Und mit den Zentauren als Verbündete könnte ich sogar nach Ärger suchen. Naja, lass wir mal lieber. Wir sollten uns bald mal auf ein Butterbier treffen. Vielleicht mit Wolkenschwinge? Warum ist es hier so leise? Wir müssen alle tierisch gute Freunde. Hoffe, da passiert nicht noch was. Das mit Nati hat schon sehr weh getan. Mir fast mehr als ihr. Fast. Du warst fantastisch bei den gekreuzten Stäben. Deine Duellfähigkeiten sind beeindruckend. Erklärst du mir nochmal, wie die daedalischen Schlüssel funktionieren? Wenn du einen fliegenden Schlüssel siehst oder hörst, folge ihm zu seinem Schrank. Das Knifflige ist, ihn dann ins Schloss zu bekommen. Ich hoffe, du folgst ihm. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Ausmachen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Wir hätten jetzt nochmal zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum gehen können und die zwei Ausmachen noch abgeben können, aber ja. Nee. Da sind wir gerade von weggegangen. Dann wollen wir mal. Wait, ist das nicht? Nee, ist sie nicht. Ich würde gerade sagen, vorbeigehen sah das aus wie Hufflepuff. Hey, Hufflepuff. Nein, das ist sie nicht. Bin gespannt, was Professor Weasley jetzt getan hat. Ja, Professor Fig hat doch jetzt Professor Weasley Bescheid gesagt. Da wird es doch Professor Black jetzt der Schulleiter irgendwie auch einmischen irgendwie. Professor Weasley wird dann irgendwie auch wird irgendwie die Pflicht haben, dem Direktor Bescheid zu geben. Das kann übel werden. Ich hoffe, Professor Fig hat keinen Blödsinn gemacht, damit dass er das weiter verraten hat. Wieder mal auf Abenteuertour? So, jetzt aber auch wirklich.
Hallo, Professor Fink. Victor Rookwood ist tot. Er griff an, als ich Ollivander mit dem Zauberstab der Hüter verließ. Ich musste mich verteidigen. Bei Godrics Herz, geht es Ihnen gut? Ich weiß, dass Sie sich gut verteidigen können, das habe ich oft genug gesehen. Aber Rookwood höchstpersönlich... Er hätte mich getötet, sobald er das Behältnis gefunden hätte. Ich hatte keine Wahl. Sie haben recht, Sie hatten keine Wahl. Sie haben das Nötige getan. Jetzt, wo Harlow in Haft und Rookwood tot ist, steht die Zauberergemeinschaft tief in ihrer Schuld. Danke, dass Sie das sagen, Professor. Nun kann es weitergehen. Also gut, die Hüter warten schon. Und was ist mit Weasley? Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte. Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war. Der Portschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch, die Prüfung. Nicht wirklich, aber wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde wie San, Neve, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Nur weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht noch immer tun. Selbst die umsichtigsten und fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte. Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören oder zu kontrollieren. Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Ihrer Hand. Letzte Behältnis. Betritt die Höhle der Hüter. Wir können nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind und hinter dieser Tür nichts als ein unberührtes Behältnis vorfinden. Das bezweifle ich stark. Das wird gleich eine große Überraschung geben, denke ich. Ich hoffe doch, die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen ein Eindringen von unten. Eine große, böse Überraschung. Aber selbst wenn Sie es jetzt nicht tun, versichere ich Ihnen, in Zukunft werden Sie es. Konnten Sie Professor Weasley noch erreichen? Ja, hoffentlich kommen Sie und die anderen bald. Sie wissen, wo die Tür ist, durch die wir gekommen sind. Dann bis uns auch andere. Das habe ich befürchtet. Das war zu den Gegnern. Dürfen nicht vor uns da sein. Wenn seine Anhänger hier sind, kann er nicht weit sein. Er darf nicht vor uns ankommen. Es könnte übel werden. Lebensanzeigen mehr.
ja wohl. Na komm. Ich hätte mir neue Tränke brauchen sollen, ja. Raum der Wünsche. Und wir jetzt ins Finale treten und haben kein Tränke mehr dabei. Das ist leicht dämlich. Erstmal ausrüsten. Das ist ein großes Upgrade. Sieht doch gar nicht mal so übel aus. Kleiner ich noch dazu. Am nächsten, was wir nicht schon geschafft hätten. Ein wahrhafter Troll. Aha. Oh je. Wehrhafter Troll. Nicht wahrhafter Troll. Das war leichtsinnig. Den Endtroll haben wir gleich. Puppe. Oh je. Nicht auf die Trolle konzentrieren, wenn ich ja nicht hier von kleinen Gnomen umgeben. Verteidigen oder was? Dass die Steine nicht zurückschleudern kann. Das war gut. Nicht. Wie lang vielleicht?
Hier ist ein Spalt. Professor, die Mauer. Dort geht es weiter. Aha, hier kriegen wir Tränke. Renrock muss dem Behältnis wohl langsam näher kommen. Ich fürchte, Sie haben recht. Wir können nur weitersuchen. Oh cool, dieses Team-Musik. Wir kriegen vom Spiel hier Tränke gestellt. Es muss ein großer Kampf werden. Mehr Kobolde. Der wird es gleich noch sehen. Das können wir nicht aus. Schießen. Auf den wollte ich das einsetzen, verdammt. Nein! Da kommt man nicht hoch. Wir kommen näher, Professor. Da lang. Geh durch. Johann, Park Nummer. Wurde meine ich in Kontrolle. Ah. Lehrer auf Nordgots. Kommt zu Hilfe. Die Kobolde haben die Verteidigungszauber des Schlosses umgangen. Jetzt wird das Erbe Rückwärts verteidigt.